Jetzt weißt du, wie das ist. Ich muss sie ausschalten. Was ist das? Oh. So. Achtung! Schlimmer geht's ja wohl nicht. Es geht immer schlimmer. Führerschein und Zulassung, bitte! Gut, die Dinge sind wohl halbwegs unter Kontrolle. Sagtest du nicht, das Raft sei sicher? War es. Dann auch. Könnte schlimmer aussehen, als es ist. Sehr optimistisch. Aber ich habe gelernt, was schlimm aussieht, ist meist noch schlimmer. Achtung! Yuri! Ich rutsche ab! Hab dich! Festhalten! Alles okay? Ja. Willkommen zur Party! Gerade rechtzeitig zum Feuerwerk! Wir haben wohl Bewährung, Jungs! Elektro, warum lässt er denn alle raus? Ich gehe ins Hauptkontrollzentrum und sehe nach, wie dort die Lage ist. Okay, ich gehe zur Party. Alle schön brav zurück in die Zellen und macht die Tür hinter euch zu, okay? Bitte! Ich mach dich fertig, Spinne! Oh Mann, Exiles Electro? Thank you.
Das klingt nicht gut. Hi, Rhino. Hoffentlich magst du Überraschungen, Spinne. Oh nein, sind es alle. Überraschung? Alle werden Was zurückkommen. Meint ihr denn damit? Hey, wie sieht's bei dir aus? Bei mir? Ach, ich bin im Knast mit allen Schurken, die ich in den letzten 8 Jahren... Das ist zu schön, um wahr zu sein. Scorpion, wartest du mal kurz? Ich war mitten in einem Anruf. Wie soll ich das überhaupt alles dann schaffen? Einer nach den anderen holen, anders wird's nicht funktionieren. Electro, Rhino und jetzt auch Scorpion sind auf freiem Fuß. Was ist im restlichen Gefängnis los? Die Kameras laufen mal wieder. Wird jetzt ein Ladebericht. Electro ist schneller als je zuvor. Okay, wo lang? Weiter geht's. Na los, Spider-Man! Ich dachte, das wäre eine Jagd! Electro. Ich muss den Kerl aufhalten. Du kannst mich nicht aufhalten! Aber schön, dass du es versuchst! Sag mir, für wen du arbeitest, dann verschone ich dich! Das Angebot will nie jemand annehmen! Hab dich! Vulture! Lang nicht gesehen! Wir werden so viel Spaß haben! Sorry, keine Zeit zum Reden. Bist noch da, was? Okay. Ja. Die Überwachungskameras sind wieder online. Wie sieht Leute, aus? Wie es aussieht, müssen wir wirklich Diese alle nochmal aufhalten. Einschließlich Martin Lee. Damit sind 5 deiner schlimmsten Feinde gegenwärtig wieder in Freiheit. Ich dachte gerade wirklich, das sei dein Ernst. Es ist ernst. Ich muss los. Ein paar von ihnen wollen in die Stadt. Ich spinne wohl. Wo ist der? Ist der hier durch? Ja. Ich hasse Elektrizität. Wow. Elektro, hör auf! Wie gefällt dir mein neuer Anzug? Wahnsinn, wo hast du den denn her? Gibt's nur für Mitglieder. Gute Idee. Wir müssen das hier auch gar nicht tun, wenn ihr nicht wollt. Wir wollen auf jeden Fall. Ah!
Dr. Octavius? Erste und letzte Warnung. Komm uns nicht in die Quere. Jeder von euch hat einen Job zu erledigen. Eure Schuld ist beglichen, wenn wir fertig sind. Los! Da ist er! So ein verdammter Bastard. Was habe ich euch gesagt? Er wird ausrasten. Wir haben einen neuen Gegner. Wir haben aber nicht nur einen Gegner. Aber wir werden es schaffen. Denn wir sind Spider-Man. Diese Jahre, all diese Lügen. Es ist vorbei, Norman. Es ist Zeit für die Wahrheit. May, alles okay? Ja, sicher. Kannst du die bitte für mich austeilen? Klar. Arbeitet aber pausenlos an einem Heilmittel für diese tödliche Krankheit. Die stadtweite Quarantäne wird streng durchgesetzt. Von Sable International, die sämtliche Verkehrsknotenpunkte strikt überwachen. In der Stadt kämpfen Polizei und Sable Agents weiterhin gegen Rikers und Raft-Ausbrecher. In der Zwischenzeit gab Bürgermeister Osborn Spider-Man die Schuld am Gefängnisausbruch und der Ausbreitung der Krankheit und erklärte ihn zum Flüchten. Beweise dafür erbrachte er nicht. Und viele glauben, der Bürgermeister wolle nur von sich ablenken, da ein Exklusivbericht des Biogel aufgedeckt hat, dass die Krankheit ihren Ursprung in einem geheimen Oscorp-Labor hat. Hier in Manhattan. Bürgermeister Osborn behauptet, Oscorp arbeitet... Mach das aus! ...an einem Antiserum, blieb aber auch hierfür jeglichen Beweis schuldig. Dr. Octavius, warum? Wie konnte ich das zulassen? Das Krankenhaus hat angerufen. Die sagten, du wärst einfach weg. Ich muss zurück an die Arbeit. Die Ärzte haben gesagt, du hast 14 gebrochene Knochen.
Das macht 192, die nicht gebrochen sind. Danke für deine Hilfe übrigens. Das Schwierige war, dich vor Sable zu verstecken. Sie haben dich zu ihrem Hauptziel ernannt, weißt du? Ich fühle mich wirklich geehrt. Was passiert mit unserer Stadt, Yuri? Ich weiß es nicht. Fühlt sich an wie das Ende der Welt. Ist es vielleicht auch. Nicht wundern, Leute, ich wähle gerade einen neuen Anzug für uns aus. Den Anzug kennt man von den ganz älteren Spider-Man-Teilen, oder? Sieht auf jeden Fall so aus. Ich helfe gern. Gut. Hier rotten sich entlaufene Häftlinge zusammen und übernehmen ganze Stadtviertel. Sie plündern, terrorisieren die Anwohner, das volle Programm. Ich kümmere mich um sie. Was hast du noch? Der Bürgermeister verlangt von Silver Sable, Lee und Octavius unter allen Umständen zu finden. Jetzt hält sie in der ganzen Stadt willkürlich viele Menschen in Lagern fest. Es hält sich das Gerücht, sie wende erweiterte Verhörmethoden an. Du meinst Folter. Ich kümmere mich darum. Das ist unsere Stadt, Yuri. Höchste Zeit, dass wir sie uns zurückholen. Großartig. Meine Männer verfolgen die Superschurken. Ich gebe Bescheid, wenn wir Fortschritte machen. Tu dein Bestes, um die Stadt zu stabilisieren. Peter, ich hab's den ganzen Tag bei dir versucht. Alles okay? Dieser Ausbruch hat die ganze Stadt ins Chaos gestürzt. Was soll ich denn jetzt überhaupt machen? Jemand ausge... Überraschung! Mir geht's gut, May. Alles klar. Ich mache mir mehr Sorgen um dich. Hoffentlich bleibt das so. Ich komme vorbei, wenn ich kann. Hab dich lieb. Ich dich auch, Peter. Achtung, Einheiten. Scharfschützen nageln Officer fest.
Hey Jungs, Vögel beobachten? Ich habe ein paar Tauben gesehen. Die Typen drin sollen sich nicht ausgeschlossen fühlen. Dann mal los! MJ, ich bin am ersten Ort auf deiner Liste und rate mal, was ich gefunden habe. Dämonen? Die Kandidatin hat 100 Punkte. Du kannst rausfinden, was die vorhaben und ich stelle mich mal vor. Gute Nacht! So, wie viele noch? Hat dich überrascht, was? Und los geht's. Ich hoffe, die neuen Jungs haben etwas mehr drauf. Denn die letzten Typen gehen. Ja. Lisa, da werden angeblich Souvenirs für Läden in Chinatown importiert. Das, was die hier importieren, brauche ich nicht als Andenken. Dämonen. Die bringen wohl ihre Kumpel in Schiffscontainern rein. Erklärt, wie ausländische Bürger mit Vorstrafen ins Land kommen. Sieht sauer aus, Jungs. Ich geb's zu, ich habe meine guten Jokes für die anderen verbraucht. Aber ich wiederhole mich gern. Es ist, als würde die Band schon die vierte Zugabe spielen und du willst eigentlich nur nach Hause. Und
weiter geht's. Anfängergriff. Kommt. Oh. Boing. Kommt nur her, Leute. Ich habe jede Menge Netze für euch alle. Ja, kinderleicht. Wo sind die? Ist das oder sind hier so ein paar Affen? MJ, ruf die Polizei. Alle Dämonen sind außer Gefecht gesetzt. Das war zu leicht. Gut, das war der Nebenmission. Was würde ich denn erwarten? Spider-Man, die schlimmsten Ausbrecher aus dem Raft belagern unsere Polizeireviere. Meine Männer brauchen deine Hilfe. Sofort. Verschaff dir Überblick in Big Town, dann erzähl ich dir alles. Bin schon unterwegs. Ist das Octavius? Nein. Zwei seiner Lakaien. Den Doktor suchen wir noch. Um ehrlich zu sein, der macht mir echt Angst. Könnte der cleverste Superschurke sein, der mir je begegnet ist. Ja, genau das macht mir auch Sorgen. Halt durch, Captain. Die ganze Stadt, überall nur Chaos. Wir müssen es beenden, egal wie, koste es, was es wolle, um jeden Preis. Jeder sitzt in der Falle. Und das alles nur wegen so einem blöden, verkrüppelten Wissenschaftler, der sich mir alle Latten am Zaun hat. Berichten zufolge hat Martin Lee in letzter Zeit neben seltsamen Fähigkeiten auch eine beinahe gespaltene Persönlichkeit gezeigt. Das ist Unfug und eindeutig ein Versuch, ihn der Verantwortung für seine Verbrechen zu entziehen. Nur ein Idiot würde glauben, dass er einmal Mr. Positive ist und den Armen mit einem Lächeln hilft und dann wieder Mr. Negative, der, Moment mal, Negative, du Genie, Jared, du Genie, sofort rechtlich schützen lassen, wie ich ihm sagte. Okay, Captain, hab den Überblick. Los. Rhino greift die Upper West Side an. Electro die Upper East Side. Du musst das Ruder herumreißen. Such's dir aus, du wirst überall gebraucht. Okay, jetzt geht's erst richtig zur Sache.
Fliege ich zu Rhino oder Electrum? Ich fliege einfach erstmal einfach nach links und dann nach rechts. Veteranenzentrum in Harlem. Was ist los? Männer aus Rikers fordern Essen und Vorräte. Das Personal hat sich verbarrikadiert und braucht Hilfe. Miles und ich wollen versuchen, sie zu evakuieren. Unternehmt nichts, bis ich da bin, May. Wir sehen uns in Harlem. May klingt erschöpft. Hoffentlich ist sie nicht krank. Ich muss Yuri helfen und dann nach Harlem. Ich flieg lieber erst nach rechts. Ich bin gerade näher dran, also. Alle Einheiten. Wir benötigen bei Ausschreitungen... Habe ich gerade gesagt, ich Yuri, fliege. Nähere mich dem Revier an der Upper East Side. Ich meinte, ich schwinge. Elektro und die Dämonen kesseln meine Männer ein. Die Lage ist kompliziert. Du siehst es, wenn du da bist. Yuri Watanabe, Herrin der Spannung. Elektro. Ich habe da hinten schon die Elektrizität gesehen. Elektrizität. So. Achtung, Einheiten. Polizeifahrzeug in Bedrängnis. Der Ort ist Museum Mile. Over. Alle Einheiten. Plünderungen bei einer Notversorgungsstation. Brauchen Officer bei Great Sea Mansion. Das ist nicht gut. Trafos laden das Gebäude auf. Die Polizisten sitzen darin fest. Yuri, kompliziert war noch untertrieben. Ich muss die Trafos deaktivieren, damit deine Leute raus können. Selbst wenn du das schaffst, brauchen sie deine Hilfe bei den Dämonen. Darum bin ich hier, um deine sämtlichen Strom- und Dämonenprobleme zu lösen. Dieser Burschen. Okay, okay, weiter umschauen und ruhig sein. Wow! Meine Güte, was willst du denn? Schnell wieder hoch. Wie haben sie den überhaupt zwei? Fertig? Noch drei! Mann, Elektros komplizierte Superschurken-Eskapaden habe ich echt nicht vermisst, als er im Raft war. Die Polizei mit Energietransformatoren nahezulegen. Wer macht sowas? Elektro, wer sonst? Ja, Leute, jetzt geht's zum nächsten Gebäude. Das erste, aber das zweite, keine Ahnung. Normal.
shit. Sie sind frei, aber die Dämonen geben nicht auf. Ich muss helfen. Mit seinem komischen Stab. Hey. Okay, okay, es reicht. Ja, ist gut, wir haben es verstanden. Du hast einen Stab. Arschloch. Los, komm her. Ey, was soll das denn? Meine Güte. Ey, was mache ich falsch, aber was? Kann nicht wahr sein, Leute. So, jetzt aber. Yuri, deine Männer sind sicher. Was jetzt? Kommt zur Upper West Side. Wir schützen die Zivilisten, aber Rhino macht es uns nicht einfach. Das tut er nie. Bin schon unterwegs. Okay, Rhino, es ist soweit. Jetzt bist du an der Reihe.
Sprachnachricht von Miles. Pete, hey Pete. May wollte, dass ich dich anrufe. Beim Veteranenzentrum läuft's nicht gut, Mann. Streiflinge wollen die Türen aufbrechen. Mary Jane ist hier. Wir bringen die Leute durch den Keller raus, aber wir brauchen Hilfe. Ich hoffe, du bist bald da. Ich muss mich mit den Revieren beeilen und dann nach Harlem. Oh Mann, Mann, jetzt geht das Spiel mal richtig zur Sache. Ich meine, das ist ja die ganze Zeit schon der Hammer. Jeder Spider-Man, was ich bis jetzt durchgespielt habe, war echt cool. Aber das hier ist das Allerbeste. Alle Officer bei Feuerwache, bitte bestätigen. Rhino ist unterwegs, aber ehemalige Rikers-Insassen wollen sich deine Barrikaden vornehmen. Ich bin zur Unterstützung da. Sehr gut. Ohne die Barrikaden sind die Leute da drin erledigt. Weiter! Nie erlebt, dass Rhino einem Kampf ausweicht. Er muss auf Befehl von Dr. Octavius handeln. Mit diesen überfallartigen Angriffen auf die Notfallteams der Stadt. Wow. Alles klar. Weiter geht's, Leute. Das lasse ich nicht zu. Bin dabei. Nein, eigentlich nicht. Aber du wirst jetzt wieder eingebucht.
gar nicht mal so schlecht, Spinner. Und viel Spaß. Hauptziel anvisiert. Notifizierung eingeleitet. An Autogramme kann man auch einfacher kommen. Jetpacks? Welcher Hornochse hat denen denn Jetpacks gegeben? Leute, wir sind im gleichen Team. Greift mich wenigstens erst an, wenn die Sträflinge erledigt sind. Alle Weltbrüche werden pazifiziert. Boah. Fühlt sich gerade noch jemand zu 1984? Oh, nur ich? Kommt schon, irgendwer? Wow, wow, wow. Wo sind die? Na. Ich hoffe, das hat gut getan. Was ist das? Shit, das war gar nicht so geplant, sorry. Erledigt Spider-Man schnell. Wir müssen das Gebäude sprengen. Okay, ein Dach noch. Habt ihr diese kleinen Energiedinger extra für mich gebastelt? Ich bin geschmeichelt und entsetzt. Scheiße. Kann doch nicht wahr sein. Okay. Die Rikers-Leute sind erledigt. Weiter geht's mit Sables fliegenden Affen. Yuri, Revier gesichert. Und ich weiß jetzt, was es bedeutet, wenn man Sables Hauptziel ist. Kein Spaß. Tja, das
hast du davon, dich mit Sable-Söldnern anzulegen? Vermutlich. Okay, ich bin jetzt erstmal raus. Meld dich, wenn irgendwas ist. Mache ich. Und danke. Du hast uns eine Chance verschafft. Okay. Ich muss schnell zum Partnercenter in Harlem und May helfen. Okay, weiter Peter, geht's. Gott sei Dank, wir brauchen dich beim Veteranenzentrum. Wo bist du? Ich wurde aufgehalten. Bist du okay? Was ist los? Die Sträflinge haben Feuer gelegt. Das Personal ist draußen, aber May und Miles sitzen drin fest. Ich versuche irgendwie reinzukommen, aber das Feuer breitet sich aus. Bleib, wo du bist, MJ. Ich erledige das. Verdammt. Tempo, Pete. Tempo! MJ, lass es! Sonst muss ich dich auch noch retten! Peter, sei vernünftig und warte auf Hilfe! May! May! Mia! Wir sind hier drüben! Tante May, ich hab sie! Haltet durch! Tante May, geht's Ihnen gut? Geht an ein Fenster! Zu weit weg! Moment! Dann macht euch bereit! Komm schon, du blödes... Na los, May! Ich hab dich! Oh mein Gott! Los! Los! Miles, komm schon! Ist May okay? Alle in Sicherheit. MJ, wenn du unmeins nicht gewesen wärst, wäre ich... So tot wie ich, wenn du mich nicht tausende Male gerettet hättest. Ich schulde dir noch ein paar Mal. Au, sehr schlau. Hey. Tut mir leid, dass ich's vermasselt habe. Es ist... nur schwierig, immer die Person zu sein, die gerettet werden muss. Ich will auch mal jemanden retten. Ich meinte nicht, dass du das nicht kannst. Noch Partner? Immer. Hey, ich wusste nicht, ob still, mit Kohlensäure, Medium, spritzig oder sonst was. Also hab ich eine von jeder. Stör ich? Nein, MJ, Miss Watson und ich besprechen die Strategie. Strategie? Ganz recht. Die Stadt ist in Gefahr. Sie braucht Hilfe. Unser aller Hilfe. Okay, gut, dann sag an, Code. Okay. Teile und herrsche. Miss Watson, wir brauchen ein Antiserum gegen den Teufelsatem. Oscorp entwickelt etwas. Aber das wird garantiert Octavius und Lee in die Hände fallen. Wir müssen das Heilmittel finden und sichern. Ich gehe ein paar Hinweisen nach. Miles,
Du musst im Feast Augen und Ohren offen halten. Wenn was ist, ruf mich an. Wir müssen das Center und die Leute dort schützen. Okay, alles klar. Und was wirst du machen? Eine Bande von kostümierten Irren nimmt die Stadt auseinander. Und ich avanciere mich. Okay. Hey, halt! Wie rufe ich dich an? Ich meine, hast du denn ein Handy in deiner Tasche oder sowas? Miss Watson gibt dir meine Nummer. Viel Glück, Team. Du hast deine Nummer, bist du Spider-Mans Freundin? Es wäre so cool, wenn... Na los, Sherlock. Jetzt zeig mir doch mal deine Wassersammlung. Ja, sie ist meine Freundin. Okay, jetzt fange ich schon so an zu sagen, dass ich Spider-Man bin. Naja, ich bin ja Spider-Man, ich spiele ja Spider-Man, also... Die Stadt fühlt sich etwas sicherer an. Miles ist bei Feast, MJ sucht ein Heilmittel für den Teufelsatem. Jetzt sollte ich Otto suchen und vereiteln, was auch immer er geplant hat. Yuri, wir müssen jetzt die Drahtzieher finden. Noch keine Spur zu Octavius? Nein, nichts. Die Forensik kann sich nicht mal den Times Square ansehen. Alle außer den Praktikanten sind krank. Vielleicht finde ich ja was. Ich halte dich auf dem Laufenden. Danke, gruseliger Stalker! Nenn mich Taskmaster. Weil du mir Aufgaben stellst? Wie kreativ! Eine Gruppe Söldner verübt in der ganzen Stadt Verbrechen. Diese Söldner sind nicht vielleicht rein zufällig deine Söldner, oder? Nein. Ich weiß nur, dass man sie für ihre Arbeit gut bezahlt. Es sei denn, du hältst sie auf. Was hast du? Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Spider-Man, willst du uns helfen? Doch, das kann nicht schaden, Officer. Du hast ja keine Ahnung. Sowas wie diesen Teufelsatem habe ich noch nicht erlebt. Die Forensik ist ganz schön am Fluchen. Neuen Meldungen zufolge hat Otto hier den Teufelsatem freigesetzt. Vielleicht gibt es ja Rückstände. Rückstände auf dem Schild. Vielleicht kann ich sie isolieren. AT-reiche Liedersequenz. Vielversprechend. Ich hab keine Lust dazu machen, also überspringe ich. Oskorps modifiziertes CPF-1. Definitiv der Teufelsatem. Jetzt sollte ich die Ausbreitung verfolgen können. Die Spur geht in mehrere Richtungen. Ich muss die richtige finden. Boah, jetzt wird's krass. Links oder rechts? Ich laufe einfach nach links.